Herzlich willkommen zu einem weiteren Company of Heroes Spiel von CA Overlord. Heute kommentiere ich und spiele zugleich. Als Britta auf Semois gegen Butaski. Ja. Wir machen eine standardmäßige Briteneröffnung, allerdings diesmal nicht wie beim letzten Spiel. Das vorletzte war glaube ich auch schon auf Semois. Nicht wie beim letzten Mal werden wir diesmal hier nach rechts unten gehen, sondern wir machen diesmal wirklich einen aggressiven Angriff auf die Mitte. Und schauen mal, wie das laufen wird. Den Punkt hier brauchen wir trotzdem. Ja, der Leutnant kommt danach gleich den Truck lösen und hierher setzen. Das ist noch das Gebiet hier unten. Damit haben wir zum ersten Top-Verteidigung für den Truck von beiden Seiten. Und eine mittelmäßig offensive Position. Außerdem passt das perfekt. Der kommt jetzt hier an, wird direkt herübergesetzt und fertig ist der Spaß. Der Trupp latscht runter, erobert nicht den Punkt hier, sondern wir gehen weiter und gucken noch weiter mal nach oben. Hier, dorthin. Und erobern den Punkt. Ja, den Punkt hier wird dann der nächste Trupp erobern, den wir gleich bauen. Also der nächste Infanterietrupp. Oh, da will der Gegner wirklich offensiv vor. Das ist mal recht interessant. Sieht im Moment noch nach einem typischen Pio-Rush aus. Und ich denke, der Gegner wird das auch machen. Ist von ihnen eine nette Sache, aber eine sehr effiziente. Und wenn er das macht, spare ich mir schon mal das Geld für das Brennen. Ja, er hat schon die Kirsche, ist glaube ich gerade eben wieder raus. Den hier können wir zurückziehen zum Hauptquartier. Da ist er schneller wieder bereit. Und der läuft dann glaube ich direkt mit unserem neuen Trupp los. Beziehungsweise attackiert er erstmal den Pionier. Relativ fiese Idee, muss ich sagen. Und ich denke sogar, das kann oft klappen. Ja, jetzt gleich das Brennen. Das verlangsamt natürlich unser Ran aufs nächste Zeitalter. Allerdings sind wir dagegen damit schon mal recht gut gegen massig Pioniere abgesichert. Ja, die hängen wir jetzt hier an. Und da ist er im Haus mit einem Maschinengewehr. Also das heißt, schnell hier weg. Den Leutnant schnell lösen, hinterherziehen und schauen, ob das noch was wird. Ja, natürlich jetzt hier nicht besonders toll gelaufen. Aber wir haben den lösen können. Das ist nur die Frage. Mal eine ganz andere Position für ein Maschinengewehr. Den schicken wir in den Süden und holen direkt den nächsten Truck, wenn wir das können, was gleich möglich ist. Also warum dorthin? Ist vielleicht nicht allzu schlau, wenn ich mir mehr Gedanken drüber mache. Naja, wobei wir können es probieren. Wir haben ja hier das Maschinengewehr. Da gehen wir näher ran, um die Zielgenauigkeit zu erhöhen. Und er zieht sich direkt zurück. Also noch ein Pionier, und das war nicht der vom ersten Mal. Zwei Pioniere hat er damit schon mal, mindestens. Das kann schon auf einen Pionier rasch hindeuten. Und da greift er an, wie vermutet. Das war eine Falle. Festgenagelt wird er. Schickt man noch einen Trupp hin. Und den zieht er zurück, ja. Also hat er unterschätzt. Und das war jetzt mehr oder weniger risikoreich. Mein MG steht dort echt verdammt gefährlich. Aber eben, und das ist im Moment das Wichtigste, es ist eine Falle gewesen, die ihm jetzt erstmal einen Trupp Zurückzug gezwungen hat. Und damit haben wir schon mal ganz gut gemacht. Uiuiui, ja. Den wirklich mit allen Mitteln am Leben erhalten.
Ist er jetzt in die Kirche weiter? Das werden wir uns gleich mal ansehen. Noch hat er in der Kirche nur den einfachen Pio-Trupp. Das Tolle ist, wir können die Kirche angreifen, jedenfalls die Ecke hier. Das sind die Pios, die im Moment noch da drinnen sind. Wenn er jetzt echt clever ist, da holt er vielleicht direkt. Ja, ich frage mich gerade, warum nehme ich mich das auseinander? Die Geschichte hatten wir ja schon mal, aber das ist ja jetzt echt der Witz gerade eben. Also ehrlich, mein Brenn kostet viel mehr als dieses kleine Teil. Und es ist hier so eben dabei, mich auseinanderzunehmen. Also da muss ich da irgendwas falsch verstanden haben. Jetzt gehen wir hier auf die erweiterten Ressourcen und schauen, ob wir den jetzt hier noch irgendwie aus dem Haus bekommen. Das wäre natürlich ideal. Jetzt kommt hier eine Riesenmasse. Ja. Und Rückzug. Wir haben gut gemacht. Haben jetzt auch mehr Ressourcen durch die Punkte. Und das ist auch eine feine Sache. Ja, von mir kommt direkt der Captain. Und ich baue jetzt hier unten mal die Station hin, die sich wahrscheinlich noch lohnen wird. Hier packen wir unseren Trupp rein, dadurch sind wir deutlich schneller und können von dem Trupp aus Gebiete erobern. Eine feine Sache. Und ärgern den mal hier ein bisschen. Punktemäßig steht es noch gleich, ist noch auf einem Niveau. Auf einem Level sind wir da. Jeder hat einen Punkt, er hat zwar insgesamt ein bisschen weniger, aber das macht jetzt nicht viel. Auf jeden Fall müssen wir jetzt den Weg hier wieder eröffnen. Und dazu werde ich hier mal Artillerie wieder hinsetzen. Okay, zweites Gebäude hat er gebaut. Das heißt also, da kommt jetzt kein schneller Mini-Panzer, sag ich mal. Und das ist schon mal recht gut zu wissen. Denn da können wir vielleicht mit unserem Steward dem noch eine relativ gute Überraschung spielen. Also, was kann er jetzt machen gegen den Steward? Das wäre zum einen der Grenadier aufgerüstet mit Panzerschrecks. Außerdem wäre das eine Panzerabwehrkanone. Beides ist relativ sinnvoll und sollte bei ihm auch bald kommen. Jetzt will er hier den Punkt erobern. Das dürfen wir aber auf keinen Fall zulassen. Jetzt schießt. Ja. Also, eins muss ich schon lassen. Abgenommen hat er schon mal. Und wenn mein Mörser jetzt noch einen Mann von mir erwischt, da hat er sogar noch gut gemacht. Auf jeden Fall hat er jetzt alle meine Gebiete abgeschnitten. Und ich denke, ich werde meinen Captain mal hier runter lenken. Und mal schauen, ob wir da ein paar Punkte erobern können, ohne dass er es so mitbekommt. Jetzt gehen wir auf jeden Fall in das Haus. Oder in die Kirche. Die Kirche ist jetzt hier natürlich die beste Wahl. Was hat er? Oh, eine Mine, schöne Sache. Das ist natürlich ideal an der Stelle. Das heißt, hier haben wir es wirklich mit einem zu tun, der weiß, was er macht. Habe ich da hinten gerade eine Pack gehört? Ja, ich glaube schon. Das ist auch eine Pack. Und damit hat er schon mal einen richtigen Weg eingeschlagen. Aber sein Pio kriegen wir jetzt vielleicht noch, wenn wir den ja noch besiegt kriegen. Habt ihr gerade das Geschoss gesehen? Na, wird er jetzt sein Volksgrenadier noch rausziehen? Da könnte er es vielleicht sogar noch schaffen. Und mir meinen Panzer zerstören. Aber hat er nicht getan. Wie spielen wir weiter? Wir bauen, glaube ich, auch dann direkt den nächsten Truck und setzen den hier auf den Punkt, dass er mir den nicht mehr wegnehmen kann.
Oder? Oder setzen wir den hier hoch? Ich hol den auf jeden Fall erstmal aufs Schlachtfeld. So, der erhofft sich da jetzt nicht allen Ernstes, dass er mir hier. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass er den besiegt bekommt. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Dafür hatte ich den eigentlich auch schon zu weit repariert. Aber, na, da wurde ich eines Besseren belehrt. Und jetzt sieht es echt verdammt schlecht aus. Jetzt müssen wir irgendwie einen neuen Weg einschlagen, schauen, was wir noch machen können. Ja, mit meinen Pilots haben wir bestimmt bessere Chancen gegen die Truppen im Haus. Bin ich jetzt auch etwas optimistischer. Das MG haben wir besiegt bekommen. Den Leutnant sofort wieder vorschicken. Und mit etwas Glück. Ich würde sagen, wir bewegen jetzt den Truck hier runter. So, okay, entgegen meiner Erwartung stehen wir jetzt wieder relativ gut da. Oh, da habe ich gerade einen Mörderschuss gehört, der kam von irgendwo hierher. Habt ihr das gesehen? Ich war gerade mit dem schon auf dem Retreat-Knopf, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich heute echt verdammt viel Pech. Ich habe auch noch gehofft, den da wenigstens noch einen Mann zu nehmen. Aber selbst das ist mir nicht gelungen. Also noch mehr von den ganzen witzigen Zwischenfällen und wir stehen bald sehr schlecht da. Noch so ein Spaß. Ich will jetzt aber unbedingt noch da. Wieder verdammt blöd gelaufen. Das der letzten Sekunde. Aber wir können schwere Panzer bauen. Und da er jetzt aufs dritte Gebäude gegangen ist, was ich als Blödsinn empfinde, da haben wir auch noch recht gute Chancen. Ich glaube aber, sein Truck ist ein Tick schneller. Auf jeden Fall haben wir noch genug Geld. Ne, haben wir nicht. Um eine Artilleriestellung zu bauen. Aber das wäre dann, glaube ich, mein nächstes Ziel. Die Artilleriestellung würde uns ja, glaube ich, recht viel vereinfachen. Und wir haben gemerkt, der Gegner ist auf keinen Fall unfähig. Wir dagegen umso mehr. Wir haben einen Steward verloren, das hätte überhaupt nicht sein sollen. Und dazu noch den Captain, was genauso schwach war. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir erstmal schnell. Geben dem vielleicht noch die verbesserte Kanone. Unser Cromwell ist da, mit dem werden wir ihn jetzt in den Rücken fahren. Oder wir bauen noch einen zweiten und fahren dann zusammen in den Rücken mit beiden Cromwells. Das heißt, er rechnet jetzt wahrscheinlich gerade nicht mit dem. Und da schauen wir mal, ob wir ihn vielleicht auf dem falschen Fuß erwischen, was jetzt mein Wunsch wäre. Ob das Wunschdenken bleibt, werden wir gleich merken. So, wenn wir den jetzt so schnell wie hier hochbewegen lassen, steigen die Kollegen jetzt aus. Wir haben den hier stehen und ab ins Haus am besten, denke ich mir. Der Leutnant bleibt bei unserem Trupp mit den leichten Maschinengewehren. Jetzt geben wir beiden hier noch, oder dem einen noch diesen Tankkommandanten. Mein Gott. Schon wieder daneben. Also das Spiel, wir haben heute nur Pech. Die ganze Zeit schon.
Und jetzt hoffe ich, dass wir das hier drehen können durch unseren Panzerleutnant verloren. Ich baue einen nach. Auf jeden Fall ist das mal gar nicht witzig, was uns hier passiert. Das nervt mich regelrecht. Da holen wir uns hier den Panzer. Treffen auch beim ersten Schuss nicht. Treffen wieder beim Schuss nicht. Und ich denke, da haben wir aber einen Trupp von ihm besiegen können. Jetzt schauen wir nach. Wir nehmen die Kommandos. Ja, und wieder Blödsinn. Also ich war auch gerade ganz kurz weg. Also weg vom Mikro. Und ich hoffe mal, wir verlieren jetzt hier nicht unsere Panzer dabei. Also ich bin heute total überhaupt nicht in Form. Das ist wahrscheinlich für euch auch nicht so ansehnlich, das Spiel. Auf jeden Fall seht ihr, wie es nicht laufen sollte. Kurz gesagt, wir haben hier eigentlich... Nichts besiegt. Die ganze Überraschung umsonst. Und der verfährt sich auch noch. Was macht der denn? Also, ach ja, das hat er geblockt. Ja, ich bin wieder da, so. Und den Panzer jetzt auch noch ein Stück zurück. Hier oben sehe ich gerade, wir haben das Gebiet verloren. Und jetzt schauen wir, was wir hier im Zentrum machen können. Ich denke, ich baue jetzt mal ganz schnell hier die Haubitze. Und wir stehen jetzt wirklich gerade verdammt schlecht da. Der Panzer hat nicht geklappt, nichts hat funktioniert. Also wir sind so gut wie erledigt. Was jetzt noch meine Hoffnung am Ende wäre, wäre ja die Artillerie, die wir haben. Weil es bei der bisher immer gut klappt. Der Gegner hat übrigens ein Stück gebaut. Wir jetzt hier unten unser Hauptquartier auseinandernehmen. Wir schicken da unsere beiden Panzer hin. Mit denen wir das vielleicht gerade noch so retten könnten. Die Artilleriestellung ist im Bau. Wir holen uns außerdem noch einen Sepper. Keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißen. Der ist clever, geht hinter das Hauptquartier. Und zerstört uns das natürlich auch noch. Höchstwahrscheinlich. Seiten, wir nehmen jetzt mal die Speed-Fähigkeit und probieren den hier über den Haufen zu fahren. Da hätten wir wirklich verdammt minimale Chancen. Nimm noch den Mann. Und da zieht er sich zurück. Das heißt, wir haben das Teil gerade noch so gerettet. Und vielleicht erwischen wir auch noch den Trupp. Wobei ich das bei unserem Pech heute nicht vermuten würde. Wie erwartet, haben wir nicht mehr bekommen. Das Brennen ist mittlerweile schon wieder zurück. Gebietemäßig sind wir wirklich noch gleich auf. Noch, wohlgemerkt. Die Panzer müssen wir jetzt unbedingt reparieren. Und können jetzt auch hier Artillerie werfen. Eine feine Sache bei der Munition, die wir hier bekommen. Und den Truck hier schnell weg. Den speichern wir uns mit Steuerung 9. Und da ist der Gegner. Rechnet natürlich nicht damit, dass hier jetzt Artillerie reinkommt. Und das ist jetzt nochmal so eine kleine Chance, die wir haben. Und der hat natürlich auch noch den... Das oder hat er so viel Glück? Wenn wir jetzt noch einen Schuss da reinhauen... Ja, den haben wir erwischt. Unser zweiter Trupp, den rüsten wir, glaube ich, auch mal mit Piaz aus. Wir haben zwar Panzer, da wäre es mit dem Reparieren auch keine üble Wahl. Allerdings... denke ich mir, werden uns die Piats da mehr helfen, denn der Gegner wird jetzt auf Panzer aufrüsten. Hier, wir nehmen jetzt mal diese Fähigkeit, um hier mal Artillerie zu faken. Hier sehen wir gerade, wie eine Sturmtruppe eine Granate von hinten reinwirft. Damit kennen wir jetzt seine Doktrin. Ach, die hat auch eine Panzerfaust und da greift uns gerade irgendwas an. Oh, 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 ja, das Teil. Und wenn da jetzt keine Artillerie als nächstes kommt, da würde ich mich jetzt wundern. Was passiert in der Mitte? In der Mitte verlieren wir, glaube ich, auch gerade.
Flank Speed, die Fähigkeit, ist eine feine Sache. Komm, mach doch noch einer einen Schuss mal dort hoch. Das habe ich doch vor uns in Auftrag gegeben. Natürlich daneben. Anders hat man es jetzt auch nicht erwartet. Wer jetzt gut gemacht hat, darüber lässt sich streiten. Ich glaube, ich habe ein kleines bisschen gut gemacht. Seine Kanone ist im Eimer. Oh, da kommt noch mehr, da kommt noch was. Dieses Teil hier. Das setzen wir jetzt hier Artillerie hin, weil ich wirklich wetten kann. Ja, ja, die verfahren sich ineinander. Und da haben wir den einen jetzt besiegt. Der nächste bekommt ordentlich Schaden ab durch unsere Haubitze. Schießt die nicht? Nö, die hat den Bug. Kennt vielleicht schon manche. Man setzt die irgendwo hin und dann ist hier ständig dieses Zeichen. Und da schießt die einfach nicht mehr. Echt keine feine Sache. Was können wir jetzt eigentlich noch machen? Nicht mehr so viel, glaube ich. Wir heilen unsere Truppen mal eben. Oh, und passen hier auf, dass wir den nicht verlieren. Ich bin gerade ziemlich im Stress. Machen nochmal hier diese Speed-Fähigkeit und fahren jetzt hier ein bisschen rum. Und wenn der jetzt mit Verstärkung kommt, mit einer Pack dort hinten, dann würden wir, glaube ich, echt blöd dastehen. Ja. Ah ja, stimmt, wir hatten ja noch unsere normale Artillerie. So, die Frage ist, welche hat er jetzt nicht gesehen am Ende? Und jetzt hoffe ich echt, dass ich mal ein kleines bisschen Glück habe. Ja, das MG haben wir erwischt, auch noch einen von den Pios. Und jetzt will ich hier gern... Oh nein, so ein Mist aber auch, dass... Noch ein Schuss von dem und wir sind tatsächlich weg. Und was ist mit dem? Hat er jetzt noch geschossen? Auf jeden Fall kann ich hier keine Artillerie mehr verwenden. Also der Bug vor uns kam und sowas von ungelegen. Ne? Und sowas ist natürlich mehr als ärgerlich. Jetzt hier auf allen Seiten wirklich den Loser gemacht. Ja, wie spielen wir weiter? Ist das nur Glück, was hier heute nicht auf unserer Seite ist, oder... Also ich spiele gerade auch nicht ideal. Ich spiele alles andere als ideal. Fein nutze ich unsere Ressourcen nicht. Ich hoffe, mit den Kommandos bekomme ich ein besseres Mittel. Setzen wir die Truppen ins Haus. Die hierher, die Medic-Station dahin. Spazieren mit denen vor und den Leutnant natürlich hinterher. Und jetzt schauen wir, was wir hier noch machen können. Was erwartet uns hier vorne noch an der Front? Bestimmt wieder was, was wir nur mit Schwierigkeiten besiegen können. Verpassen wir den Scharfschützenschuss. Oh! Ja. Durch die Artillerie haben wir jetzt, glaube ich, fast doppelt gut gemacht, wenn die kommen würde. Lieutenant verloren, wie immer. Kennen wir ja mittlerweile. Also... Null Glück, echt gar nicht heute. Ich hätte gedacht, die kriegen wir noch und den Lieutenant müssten wir ja eigentlich auch irgendwie an der Front halten. Denn der gibt uns ja einen schönen Bonus. Ach, was sonst? Jetzt kommt er hier aus dem Süden. Klar doch. Jetzt sind wir natürlich völlig verloren. Und da hat er natürlich auch schon was zum Reparieren, also... Es läuft gerade mehr als beschissen. Unsere Truppen sind langsam, der kann reparieren. Wir stehen echt alt da. Auseinandernehmen. Und jetzt alle zurückziehen, also. Das ist einmal gar nichts heute.
Es läuft nur schlecht. Gegen den. Ja. Ich habe hier oben gerade einen Panzer in Auftrag gegeben. Und da schauen wir, was der ausrichten wird. Ich denke mal, wenn wir jetzt hier aufhören mit denen und umsteigen auf die anderen schweren Panzer, ja, den schnell zurückziehen, bevor da noch so eine Granate reinkracht. Im Rückzug übrigens treffen die nie, die Gegner. Jetzt schauen wir, was wir hier noch machen können. Bin aber schon wieder ein Tick optimistischer geworden. Unser Panzer ist da. Ja, die machen null Schaden. Das ist auch ehrlich gesagt der Witz. Und der steigt aus, also. Pff. Warum steigt der jetzt aus? Hat er keine Lust mehr? Oder hat er einfach sich ohnmächtig gefühlt? Ich weiß es nicht. So gut sah es für ihn gar nicht mehr aus. Trotz meiner ganzen Pechsträhne hier. Ein sehr verrücktes Spiel, also. Ich weiß nicht, ihr könnt es in meinen Kommentaren schreiben. War das Pech größtenteils? Oder hätte ich einfach anders reagieren sollen? Ich weiß es gerade selber nicht mehr. Ich war auch nicht so gut, aber ich glaube, ich hatte trotzdem ganz schön viel Pech. Ja, der hat natürlich mehr Punkte, wie nicht anders zu erwarten war. Wir hatten ehrlich gesagt kaum Verluste beide. Für die Spielzeit, da haben wir pro Minute circa 2 Mann verloren. Nicht mal. Ja, die Fahrzeuge, da hat jeder 3 verloren. Da geht das eigentlich noch. Wobei meine Verluste natürlich sehr albern waren, gegen eine Sturmhaubitze da den Sherman zu verlieren. Ja, das war's von mir. Und bis zum nächsten Mal. Schaut vorbei auf unserem Kanal und hinterlasst natürlich Kommentare, sehr wichtig. Und guckt vor allem auf unseren TS-Server. Da könnt ihr mit uns selber spielen, da bekommen Anfänger Tipps. Profis können uns natürlich auch gern Tipps geben. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal.